Und damit willkommen hier also zum Hotlap Setup Video in Brasilien, Sao Paulo. Das ist eine wundervolle, jedoch sehr, sehr kurze Strecke, auf der es heute besonders auf die kleinen Feinheiten ankommt, denn besonders beim Rausbeschleunigen braucht man immer sehr, sehr viel Grip. Da muss auch dementsprechend das Setup gut abgestimmt sein und wir gehen auch jetzt gleich direkt auf die Hotlap und schauen uns dann hier eine schnelle Runde an, in der Hoffnung, dass es euch da weiter hilft. Jetzt geht es nämlich direkt auf die Senna S mit DRS drauf zu. Extrem schwieriger Bremspunkt, jedoch muss man hier wirklich ganz früh auf dem Gas sein, damit man dann hier auf dieser langen Gerade dann halt auch wieder den Schwung mitnehmen kann. DRS eröffnen, so früh es geht, den Flügel flachstellen und dann wieder kurz vor dem 50 Meter Schild zu bremsen. Dann ist es auch wieder ein bisschen tricky mit der Traktion. Hier geht es am Berg hoch mit dieser doppelten Rechtskurve, ein bisschen Schwung mitnehmen, ja, auch wieder von weit außen schön reinlenken, fünfter Gang, vierter Gang und dann ja, das Auto in die Kurve reintragen lassen, besonders diese langgezogene Linkskurve, ganz gefährlich. Wenn du da so ein bisschen das Auto verlierst, verlierst du eben halt auch ziemlich viel Zeit. Und hier beim Ausgang ist es auch extrem wichtig, das Auto früh möglichst gerade zu halten, bevor es dann wieder zurückgeht auf die Start- und Ziellinie, in der wir wahrscheinlich die meisten Überholmöglichkeiten hier bei uns sehen werden. Ich bin gespannt auf das große Rennen hier in Brasilien. Und wünsche euch dann natürlich ganz viel Spaß hier beim Zuschauen diesen Sonntag wieder live um 20 Uhr. Bis dahin, euer Racing League Team. Macht's gut. Ciao.